und kommen zu den Aktuellen Stunden, wenn Sie das erlauben. Wenn nicht, kommen wir auch dazu. Punkt 61, Aktuelle Stunde der Freien Demokraten, wettbewerbsverzerrende nationale Symbolpolitik, schadet der Wirtschaft und hilft dem Klima nicht. Standort Frankfurt braucht maßvolle und globale Luftverkehrssteuer. Hessenstimme ist im Bundesrat gefragt, 20, 14, 45. Und hier ist die Stimme von Herrn Dr. Naas gefragt. Er wird als Erster sprechen dieser Aktuellen Stunde. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben die Rede ja schon in Kurzfassung fast vorgetragen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Flugzeug zu fliegen, ist für die meisten Menschen Freiheit, Offenheit, Mobilität. Der Flughafen ist das Tor zur Welt. Wir wollen uns nämlich nicht einigeln, sondern Bestandteil der Welt sein. Wir wollen mit anderen Kulturen, mit anderen Ländern in Austausch treten, und das schnell und sicher. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an Hessen führt kein Weg vorbei, gerade weil wir in Hessen einen der größten Flughäfen Europas haben, den Frankfurter Flughafen. Und, meine Damen und Herren, nicht umsonst war eine Delegation mit Minister Al-Wazir gerade vor wenigen Tagen in Kenia und Äthiopien. Und wir sind natürlich nicht durchs Mittelmeer geschwommen und auch nicht das Rote Meer entlang, sondern wir sind natürlich geflogen. Und das Flugzeug hieß Offenbach, darf ich an dieser Stelle sagen. Also, es wird an keinem Detail gespart. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, in der Tat, hatte ich manchmal auch den Eindruck. Ja, der Flugverkehr steigt nicht nur durch hessische Delegationen, sondern weltweit. Und deswegen braucht Klimaschutz Teamgeist, vor allem aber ein passendes Regelwerk. Der Flugverkehr ist international und, da sage ich Ihnen, bringen nationale Alleingänge wenig. Denn wenn Flugstrecken nur verlagert werden, ist dem Klimaschutz nicht gedient. Der Anteil des Luftverkehrs am weltweiten CO2-Ausstoß beträgt nur 2,8%. Und trotzdem war es die Luftverkehrswirtschaft, die als erste Branche sich überhaupt auf ein internationales System für den Emissionshandel verständigt hat. In keinem anderen Wirtschaftszweig sind wir, was weltweite Vereinbarungen im Interesse des Klimas angeht, so weit wie im Luftverkehr. Seit 2012 ist der Luftverkehr im europäischen Emissionshandel einbezogen, und sowohl gewerbliche als auch nicht gewerbliche Luftfahrzeugbetreiber müssen für jede aus ihrer Luftverkehrstätigkeit resultierende Tonne Kohlendioxid eine Emissionsberechtigung vorweisen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, obwohl die Menschen mehr fliegen, werden die CO2-Emissionen im Luftverkehr im Jahre 2020, also nächstes Jahr, 12 Millionen Tonnen weniger gegenüber 2006 betragen. Die EU-Luftverkehrsorganisation hat schon 2016 beschlossen, schrittweise den weltweiten Emissionshandel zu installieren, der wahrscheinlich 2023 den europäischen Zertifikatehandel ablösen wird. Das heißt, meine sehr verehrten Damen und Herren, alle leisten gemeinsam etwas für den Klimaschutz. Und das ist für uns klar. Fairer Wettbewerb und globaler Klimaschutz gehören zusammen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was macht aber die Bundesregierung? Sie nutzt die Stimmung zu plumpen Steuererhöhungen. Das Bundeskabinett hat am 16. Oktober vor wenigen Tagen den Gesetzentwurf zur Erhöhung der Luftverkehrssteuer beschlossen. Das sind knackige Aufschläge von 41 bzw. 72%. Der Bundesrat soll jetzt am 8. November zustimmen. Und hier ist Hessen gefordert. Denn aus unserer Sicht ist dieser Gesetzentwurf schlicht inakzeptabel. Ein Beschluss in dieser Form hätte nämlich gravierende Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit unseres Flughafens in Frankfurt. Und da schauen wir einmal in den Koalitionsvertrag. Es handelt sich auch um das Gegenteil von dem, was beschlossen wurde. Da heißt es nämlich, wir wollen faire Rahmenbedingungen im Einklang mit dem europäischen und im Einklang mit internationalen Regelungen für die Luftverkehrswirtschaft. Und, Zitat, dazu gehören
die Entlastung unserer Flughafen- und Luftverkehrsunternehmen von einseitigen nationalen Kosten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt wird das Gegenteil gemacht. Jetzt wird das Gegenteil gemacht. Die Luftverkehrssteuer soll um 750 Millionen auf dann 1,7 Milliarden steigen. Das wird deutsche Airlines und damit deutsche Arbeitsplätze, auch hessische Arbeitsplätze, in Not bringen. Und da muss man das Beispiel Condor gar nicht bedienen, Herr Minister, denn wir haben uns ja alle gemeinsam dafür eingesetzt, dass die Condor in der Luft bleibt. Ich frage mich, wie das geschehen soll, wenn jetzt eine zusätzliche Steuer kommt. Das wird der nächste Sargnagel für die Condor sein. Und das Herr Kollege Dr. Naas, Sie müssen zum Schluss kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin der Auffassung, dass Hessen sich im Bundesrat wehren muss gegen die Pläne der Landesregierung. Schauen Sie auch einmal in Ihr eigenes Wahlprogramm von der CDU. Sie haben uns das Gegenteil versprochen, die Abschaffung der Luftverkehrssteuer. Wir brauchen fairen Wettbewerb. Wettbewerbsverzerrende nationale Symbolpolitik schadet der Wirtschaft und bringt dem Klima nichts. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abg. Lietscheid, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kollegen! Die deutsche Klimaschutzpolitik befindet sich erkennbar in Panik, und das zu Recht. Aber nicht im Sinne einer Greta Thunberg-Panik und einer Angst vor dem Weltuntergang mit Milliardentoten. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben tatsächlich richtig gehört. Milliardentote. Das verbreitet die Klimasekte Extinction Rebellion. How dare you? Ernsthafte wissenschaftliche Stellungnahmen, die das in irgendeiner Form hergeben würden, die gibt es natürlich nicht. Aber diese jungen Leute haben die erste Regel des politischen Marketings verstanden. Die lautet, eine steile These ist eben besser als ein leises Argument. Aber hier im Hohen Haus wollen wir natürlich bei der Wahrheit bleiben. Und zur Wahrheit gehört, Deutschland wird seine Klimaziele 2020 sehr deutlich verfehlen. Die rational gebotene Reaktion wäre nun, einmal innezuhalten, zu reflektieren, was ist gescheitert und was hat ja funktioniert. Vielleicht findet man ja etwas, das funktioniert hat. Aber nein. Im Übrigen, die extrem teuer erkauften Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung zähle ich gerade nicht zu den Erfolgen. Denn, ich habe es Ihnen mal bereits vorgerechnet, Stichwort Bierdeckel, die CO2-Vermeidung der deutschen Stromerzeugung kostet zehnmal so viel wie über den Emissionshandel. Das ist nicht nur unglaublich teuer, sondern auch völlig irrational, denn die Emissionen werden dadurch eben nicht vermieden, sie werden nur innerhalb des europäischen Emissionshandels verlagert. Und es wäre sehr hilfreich, wenn das in der deutschen Politik endlich verstanden würde. Und genau weil die Energiewende und der Klimaschutz in Deutschland so unfassbar ineffizient sind, wird nun von der Bundesregierung an der Interventionsspirale gedreht. Und das nächste Stellschräubchen ist eben der Luftverkehr. Ich zitiere, die Luftverkehrssteuer ist eine Anti-Hessen-Steuer. Sie gehört abgeschafft und nicht erhöht. Das sagt nicht nur die AfD, sondern auch die Vereinigung Hessischer Unternehmerverbände. Warum sagen die das? Die Bedeutung des Frankfurter Flughafens noch mit ein paar Zahlen untermauert. Der Flughafen beschäftigt direkt 80.000 Menschen. Gemäß der IHK Frankfurt sind 56% des hessischen BIP exportabhängig und 30% der interkontinentalen Exporte erfolgen per Luftfracht. Jeden Tag werden dort 500 Millionen Euro am Fraport umgeschlagen. Das ist unmittelbarer Nutzen für Hessens Bürger und Unternehmen. Jede Einschränkung schädigt den Wohlstand und die Beschäftigung hier in Hessen. Ist diese wirtschaftliche Bedeutung nun mit blanker Anarchie am Himmel und am Boden erkauft? Natürlich nicht. Es ist bereits angesprochen worden. Der Luftverkehr ist nicht nur schon heute mit der Sondersteuer belastet, er ist doch in den europäischen Emissionshandel eingebunden. Darüber hinaus hat die UN-Luftfahrtorganisation ICAO mit Corsair ein Programm aufgelegt, was zukünftig 75% des internationalen Luftverkehrs erfassen wird.
Die einzige Lücke im europäischen Emissionshandel besteht darin, dass Flüge von und nach Zielen außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums nicht erfasst sind. Das bedeutet aber, die bösen Flüge, also die Kurzstreckenflüge innerhalb Deutschlands und Europas, die sind voll erfasst. Warum also dieses Herumdoktern an den Rahmenbedingungen des Luftverkehrs? Wenn die Bundesregierung in ihrer Weisheit zum Schluss käme, dass die geplanten Reduzierungen von CO2-Emissionen nicht hinreichend wären, warum kauft sie dann nicht einfach die entsprechenden Zertifikate? Es käme viel billiger. Sie könnte damit die Reduktionsziele zeitlich vorziehen oder weiter absenken. Aber sie müsste das eben europaweit tun, denn das ist der Sinn des europäischen Emissionshandels. Das würde aber Geld kosten. Und was macht man stattdessen? Da schöpft man noch lieber weitere Steuern bei den Bürgern und den Unternehmen ab, um damit vermeintliche Klimaschutzinvestitionen und Entlastungen der Bürger zu finanzieren. Aber bei dieser Debatte schwingt auch eine erhebliche Portion Sozialpopulismus mit. Die Bundesregierung gibt den Robin Hood, nimmt den bösen Reichen und Unternehmen das Geld weg, um es dann den Armen wieder umzuverteilen. Man glaubt, sich mit diesem sinnlosen Unterfangen risikolos profilieren zu können, weil die Gruppe der Betroffenen relativ klein ist. Diese klimapolitisch verbrämte Steuergier des Staates ist der falsche Weg. Der deutsche Staat hat kein Einnahmenproblem, er hat ein Ausgabenproblem. Meine Damen und Herren, das gilt für den Klimaschutz und praktisch jedes andere Politikfeld. Deswegen sollte sich Hessen im Bundesrat entsprechend positionieren und gegen die Erhöhung der Luftverkehrssteuer stimmen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Lieschert. Das Wort hat der Abg. Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir gehören nicht zu denjenigen, die den Klimawandel leugnen. Von daher wollen wir gleich zu Beginn ein grundsätzliches Bekenntnis zum Klimaschutzpaket 2030 der Bundesregierung abgeben. Die vorgesehenen Anreize, um Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern, sind richtig. Und dazu zählt auch die Erhöhung der Luftverkehrssteuer, wenn sie, und das muss man deutlich sagen, sachgerecht angesetzt wird und am Ende auch dazu führt, dass sie Anreize schafft, den Umstieg auf einigen Strecken des Schienenverkehrs zu ermöglichen. Wir haben mit dem Luftverkehr am Frankfurter Flughafen in Hessen natürlich eine besondere Bedeutung, eine wirtschaftliche Bedeutung. Und deshalb wollen wir großen Wert darauf legen, dass die Maßnahmen, die hier getroffen werden, verhältnismäßig sind, dass sie das Gesamtsystem und auch die Konkurrenzfähigkeit dieses internationalen Flughafens und auch der deutschen Luftverkehrswirtschaft nicht aus dem Blick verliert. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist der Luftverkehr mit rund 2,8% weltweit am CO2-Ausstoß beteiligt. Und in Deutschland beträgt der Luftverkehr sogar nur 0,3%. Die innerdeutschen Flüge verursachen etwa 2 Millionen Tonnen CO2. Und auch deshalb sage ich das, weil man sich mit den Zahlen vor Augen führen kann, wie groß ist eigentlich das Einsparpotenzial. Vergleicht man dazu das größte Braunkohlekraftwerk in Deutschland mit einem Ausstoß von etwa 33 Millionen Tonnen, dann sind die 2 Millionen Tonnen für den innerdeutschen Luftverkehr wirklich nur ein kleiner Teil, mit dem wir hier einen Beitrag leisten können. Der innerdeutsche Luftverkehr hat einen Marktanteil von 4%. Im Vergleich dazu hat die Bahn einen Anteil mit 23% am innerdeutschen Fernreiseverkehr. Und trotzdem ist es richtig und trotzdem ist es wichtig, dass wir auch den Luftverkehr an der Klimaschutzdebatte beteiligen und darum ringen und daran arbeiten, besser zu werden und einen Beitrag aus diesem Sektor herbeizuführen. Deshalb tragen wir das politische Ziel der Bundesregierung mit. Einnahmeausfälle aus der Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7% zu kompensieren, durch den Luftverkehr zu kompensieren. Das beträgt etwa 500 Millionen €.
Diese 500 Millionen € entsprechen dem Vorschlag in der ersten Runde, das waren die 39% Erhöhung der Luftverkehrssteuer, die es ja schon gibt. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht darauf vor, dass wir diese Erhöhung um 39% in der sogenannten Distanzklasse 1 vornehmen. Diese Distanzklasse 1 sind Streckenverbindungen kleiner 2.500 Kilometer. Daran wird schon deutlich, dass es eben nicht nur eine nationale Frage ist, die wir hier diskutieren, sondern von 2.500 Kilometer Entfernung ist nicht nur das Inland, sondern sind alle europäischen Reiseziele inklusive Russland, Israel, Tunesien, Türkei und Marokko umfasst. Das macht deutlich, dass wir eben hier keine Insel sind, sondern dass wir die Maßnahmen, die wir hier beschließen, eben auch in den Kontext stellen müssen, dass andere Airlines die Möglichkeiten haben, ihre Linien um Deutschland herum, um Frankfurt herum zu organisieren. Und deshalb können wir nicht unendlich an einer solchen Schraube drehen, sondern sie muss sachgerecht sein und sie muss am Ende dazu führen, oder sie darf nicht dazu führen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Airlines in irgendeiner Weise gefährdet wird. Das sehen wir an den Entwürfen, an dem zweiten und dritten Entwurf, der Erhöhungen oder die Erhöhung vorsehen auf 50% oder 74%. Das ist deutlich mehr als das, was notwendig wäre, um die Ausfälle für den Bahnverkehr zu kompensieren. Da sehen wir ausgesprochen skeptisch. Wir wollen, dass der erste Entwurf zieht, dass wir diese Mittel zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um Angebote auf der Schiene zu attraktivieren. Das ist mit der Mehrwertsteuersenkung möglich. Wir wollen auf der anderen Seite Mittel, die darüber hinausgehen, einsetzen, dass wir nicht nur auf Kurzstrecken die Möglichkeit haben des Umstiegs, sondern dass wir die Mittel, die darüber hinaus zur Verfügung stehen, einsetzen, wie wir es in Hessen auch schon gefordert haben, beispielsweise die Verbesserung, Forschung und Entwicklung sauberer Kraftstoffe, die Anlage, Kerosin sauberer zu produzieren, haben wir für Hessen beansprucht. Wir arbeiten daran. Und deshalb glauben wir am Ende, dass wir einen zweckgebundenen Einsatz der Mittel der Luftverkehrssteuer mittragen werden. Aber wir müssen auf der anderen Seite sicherstellen, dass Luftverkehr in Deutschland weiter möglich ist und dass er wettbewerbsfähig möglich ist. Wettbewerbsfähig möglich ist. Und deshalb werden wir uns sehr, sehr sachgerecht für diese Diskussion einsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckel. Herr Kollege Wilsterhausen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Klimawandel geht uns alle an, und Klimawandel muss eben in allen Sektoren bekämpft werden. Und dazu gehört auch der Flugverkehr. Den können wir davon nicht ausnehmen. Und die Hoffnung der FDP mit diesem Antrag auf eine europäische Regelung ist doch nichts weiter als der Versuch, diese notwendige Abgabe auf die lange Bank zu schieben. Und dieser Versuch wird von uns in aller Deutlichkeit zurückgewiesen. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen konkret handeln, und es muss spürbar werden. Und dafür wird diese Luftverkehrssteuer mit Sicherheit nur der Anfang sein, weil keine andere Art der Fortbewegung, meine Damen und Herren, verbraucht so viel Energie wie das Flugreisen. Naja, da, mit Eseln scheinen Sie sich ja auszukennen. Schon jetzt, Sie haben die Zahlen vorgestellt, aber ich will es einmal von der anderen Perspektive beleuchten. Schon jetzt verursacht das Fliegen knapp 5% der globalen Erderwärmung und ist dafür verantwortlich. Und deshalb muss der Anteil des Luftverkehrs im gesamten Verkehrssektor aus Sicht der LINKEN deutlich reduziert werden. Und das geht eben nur, wenn wir Flüge verlagern, wenn wir Flüge reduzieren und letztendlich die Bahn und öffentliche Verkehrsträger deutlich stärken. Dazu, meine Damen und Herren, haben wir einen Antrag eingebracht, dass Hessen für die eigenen Bediensteten den Anfang macht. Das werden wir hier noch
mehrfach diskutieren müssen. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was uns an der Stelle wirklich helfen kann, zu sagen, wir müssen die Verkehrsmittel, die den höchsten Ausstoß an CO2 haben, am stärksten reduzieren, weil dort ist tatsächlich auch am meisten zu holen. Deutschland braucht ein Flughafenkonzept, das eben nicht weiter auf Wachstum setzt und auf unnötige und defizitäre Flughäfen wie Kassel-Calden und nicht weiter Billigfluglinien steuerlich subventioniert. Sie haben angesprochen, es wäre eine Wettbewerbsverzerrung, diese Luftverkehrsabgabe. Aber sind wir doch einmal ehrlich und gucken uns doch einmal die steuerliche Situation des Flugverkehrs an. Der Flugverkehr lebt unter anderem eben von Steuerprivilegien, die dem Luftverkehr eingeräumt worden sind. Steuerbefreiung auf Flugbenzin bei internationalen Flügen, Verzicht auf Mehrwertsteuer, die Subventionierung von Provinzflughäfen, all das, wenn wir das zusammensummieren, sind es 11,5 Milliarden Euro, die jährlich in den Flugverkehr aus Steuermitteln gepumpt werden. Meine Damen und Herren, das ist angesichts der Klimakrise, in der wir uns befinden, tatsächlich der verkehrte Weg. Hier müssen wir umsteuern. Eine klimapolitische Umverteilung, wie sie von den LINKEN gefordert wird, würde dazu führen, dass die CO2-Belastung sinkt, dass Anwohnerinnen und Anwohner vor Lärm und Feinstaub geschützt werden und trägt damit dazu bei, dass die Lebensqualität für alle verbessert wird. Meine Damen und Herren, das muss doch unser Ziel an dieser Stelle sein, nicht ein paar wenigen weiterhin zu ermöglichen, sinnlos zu fliegen, sondern tatsächlich zu schauen, wie können wir die Lebensqualität aller, und dazu gehören nicht nur die im Rhein-Main-Gebiet, sondern auch alle die, die unter dem Klimafolgenwandel zu leiden haben, wie können wir diese Lebensbedingungen verbessern. Liebe FDP-Fraktion, dieser Antrag, den Sie hier eingereicht haben, stammt wirklich aus der Vergangenheit, und zwar so weit aus der Vergangenheit, dass ich sagen muss, Flugsaurier, meine Damen und Herren, sind letztendlich auch ausgestorben, und Sie sollten sich... Herr Kollege, Moment. Der Kollege Rock wollte Ihnen eine Abschlussfrage. Kollege Rock, zu den Sauriern bitte. Der Flugsaurier. Lieber Kollege, ist Ihnen klar, dass das, worüber Sie reden, nicht einfach Unternehmen sind, sondern dass die Lufthansa zum Beispiel der größte Arbeitgeber ist in unserem Land und dass da Menschen arbeiten, dass da Familien um ihre Existenz Angst haben müssen, wenn ihre Arbeitsplätze zur Disposition stehen? Ist Ihnen das klar? Herr Kollege Felzenhausen. Herr Rock, natürlich ist uns das klar und natürlich wird das. Nun hören Sie mir doch auch zu. Sie haben mir eine Frage gestellt, ich möchte sie gerne beantworten. Natürlich ist uns das klar, und natürlich stellt uns das, wovor wir stehen, vor riesigen Herausforderungen im Bereich der Transformation. Das hat dieses Land schon häufiger gehabt. Das hat dieses Land im Bereich des Steinkohlebergbaus gehabt, das hat es in anderen Bereichen gehabt. Genau da müssen wir heute ansetzen. Wir können nicht weiter darauf setzen, starr an der Situation festzuhalten, sondern wir müssen jetzt in einen Umstieg gehen. Und das wird die zentrale Aufgabe sein. Und das wird nicht nur den Luftverkehr betreffen, das wird auch andere Sektoren betreffen, wo wir intelligente, und da hoffe ich auch auf Ihre Mitarbeit, auf intelligente, zukunftsfähige Konzepte zu setzen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort die Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bis sie hier ist, darf ich vielleicht noch sagen, es ist mir zugerufen worden, bei dem Marathon in Frankfurt hätten Sie sich auch von den Vorzügen des ÖPNV während des Laufens. Ne? Gut, okay, bitte sehr. Nein. ÖPNV haben wir nur gesehen, Herr Präsident, da sind wir nicht mitgefahren. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Bundesregierung will als Teil ihres Klimapakets die Luftverkehrssteuer erhöhen. Im Übrigen, Herr Naas, das ist jetzt keine neue Steuer, wie Sie versucht haben zu suggerieren, sondern es ist eine geringfügige Erhöhung der Luftverkehrssteuer. Genau darum geht es. Und im Gegenzug will sie die Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19% auf 7% reduzieren. Und das zielt auf die Billigtickets ab. Kennen wir ja alle hier Billigtickets. Und das zielt zu Recht auf diese Billigtickets ab, denn sie bilden nicht die wahren Kosten ab, die Billigtickets. Sie gehen zulasten von Beschäftigten und sie gehen zulasten von Umwelt und Klima. Deshalb sagen wir, der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Denn zur Bekämpfung der Klimakrise brauchen wir das Prinzip, klimafreundliches Verhalten soll unterstützt werden, und alles, was dem Klima schadet, soll unattraktiver werden. Genau da. Frau Kollegin Wildmeier, der Kollege Dr. Naas möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Er hat das so sympathisch angekündigt. Bitte draufdrücken. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Präsident, liebe Kollegin. Ich würde Sie gerne fragen, ob Ihnen bekannt ist und ob Sie das wissen, dass die Erhöhung jetzt alle Tickets trifft und Sie sozusagen sich nicht auf die 5-Euro-Tickets an der Stelle rausreden können. Frau Kollegin Wildmeier. Ja, es ist mir bekannt, um was es geht, Herr Naas. Aber Sie haben mir suggeriert, als wäre es eine neue Steuer. Darum geht es eben nicht. Ich finde, man muss ja auch mit Fakten argumentieren und nicht so tun, als würde es um etwas ganz anderes gehen. Und das versuchen Sie immer wieder an der Stelle. So. Und jetzt möchte ich wieder zum eigentlichen Thema kommen. Denn es geht bei diesem Thema um die Klimakrise, und da geht es um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Und da müssen eben alle Sektoren auch in den Blick genommen werden. Und dazu gehört der Verkehrsbereich. Der Verkehrsbereich ist das Problemkind beim Klimaschutz. Und dazu gehört vor allen Dingen auch der Flugverkehr. Denn keine Art der Fortbewegung verbrennt so viel Energie wie eine Flugreise. Und der Flugverkehr hat auch enorme Wachstumsraten. Deswegen müssen wir uns darum kümmern, auch wenn im Moment der Anteil des Flugverkehrs an den Treibhausgasemissionen noch gering ist, wenn es so weitergeht wie bisher, müssen wir uns darum kümmern, und jeder Bereich muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, auch der Flugverkehr, meine Damen und Herren. Und ja, die Luftverkehrsbranche möchte ein System einführen, CORSIA heißt es. Da geht es darum, dass sie freiwillig ihre Treibhausgasemissionen, ich sag mal, deckeln. Es geht nicht darum, dass sie gesenkt werden, das muss man an der Stelle auch sagen. Also es geht nicht darum, dass sie reduziert werden, sondern sie wollen ein klimaneutrales Wachstum. Das ist nicht der Schritt, den wir für erforderlich halten, denn wir müssen auch beim Flugverkehr darum bemüht sein, dass die Treibhausgasemissionen reduziert werden, meine Damen und Herren. Und alles, was wir heute an Klimaschutz unterlassen, wird uns und die nachfolgenden Generationen doch teuer zu stehen kommen. Und das ewige Lamentieren der FDP, dass Klimaschutz zu viel kostet oder schädlich für die Wirtschaft ist, stimmt einfach nicht, Herr Naas. Es stimmt einfach nicht. Die Impact-Analyse im Bereich Klimaschutz zum integrierten Klimaschutzplan in Hessen hat noch einmal deutlich gemacht, dass die Kosten wirksamen Klimaschutzes weit geringer sind als die Folgekosten, wenn man nichts tut. Für Deutschland liegen Untersuchungen vor, die von jährlichen Wachstumsverlusten durch die Klimaschäden ausgehen, von 0,1 bis 0,7% des Bruttoinlandproduktes. Und schauen wir uns doch einfach einmal an, was in den letzten Jahren passiert ist. Die Klimaschäden im Bereich der Landwirtschaft, die Klimaschäden im Bereich des Waldes. Da haben Sie doch auch Ihre Meinung dazu kundgetan hier im Landtag. Da haben Sie doch auch gesagt, die Leute brauchen Unterstützung hier. Das sind enorme Folgekosten des Klimawandels zwischen 2 und 3 Milliarden Euro. Das sind wirklich wirtschaftliche Schäden, über die müssen wir reden. Und deswegen müssen wir uns darum kümmern, was die Ursache dieser Schäden ist. Das ist der Klimawandel, und alle Bereiche müssen dabei in den Blick genommen werden. Noch ein Wort, Herr Naas, zum Stichwort Luftverkehrsstandort Frankfurt. Die Luftverkehrssteuer gefährdet diesen Standort. Da würde ich mal sagen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Karl Julius Gronenberg hat in einer Pressemitteilung geäußert, dass die Luftverkehrssteuer, also die Erhöhung der Luftverkehrssteuer, massiv zulasten der Regionalflughäfen geht. Er ist aus dem Hochsauerlandkreis und hat bei den Regionalflughafen Paderborn-Lippstadt im Blick. Und er befürchtet, jetzt hören Sie gut zu, dass die Erhöhung der Luftverkehrssteuer zu einer weiteren Fokussierung auf die Zentren wie München und Frankfurt führt. Also ein Zuwachs am Luftverkehrsstandort Frankfurt bedeutet. Ich halte beides für Quatsch. Aber da sieht man mal wieder, die FDP nimmt es gerade so, wie sie es gebrauchen kann, wenn es um die Veränderung von Klimaschutz geht. Frau Kollegin Wildmeier, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Die Erhöhung der Luftverkehrssteuer ist insgesamt richtig. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und in Kombination mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets kann es eine Lenkungswirkung entfalten. Aber es wird mitnichten dazu führen, dass der Luftverkehrsstandort Frankfurt gefährdet ist. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Vielen Dank, Kollegin Wildmeier. Das Wort hat der Abg. Marius Weiß, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Naas, ich kann mich an zwei Dinge noch ganz gut erinnern. Das erste ist, dass die Luftverkehrssteuer damals von einer FDP-Regierung eingeführt wurde. Und das Zweite, an das ich mich ganz gut erinnern kann, ist, dass es darum ging, als die letzte Bundesregierung gebildet werden sollte, dass es die FDP war, die ganz schnell den Schwanz eingezogen hat. Und wenn ich mir die beiden Dinge jetzt einmal so vergegenwärtige, dann finde ich schon ziemlich putzig, dass jetzt hier von einer Partei gefordert wird, dass eine Bundesregierung, in die sie nicht wollte, eine Steuer abgeschafft wird, die sie selber eingeführt hat. Das finde ich bemerkenswerten Vorgang. Das kriegt nur die FDP hin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fliegen ist in Teilen zu billig. Ich glaube, das dürfte unstreitig sein. Das liegt vor allem daran, dass wir in Teilen einen ruinösen Preiskampf haben, einen ruinösen Konkurrenzkampf durch die Billigflieger vor allem in den Markt reingedrängt. Und da muss man fragen, woher kommen diese extremen Billigpreise, die dabei sind? Die kommen nicht durch die Luftverkehrssteuer-Ein- oder Abschaffung, weil die für alle gilt. Die kommen nicht durch die Entgelte. Die kommen auch nicht durch die Kerosinpreise, weil das auch für alle das Gleiche kostet. Die kommen dadurch, dass es manche Billigflieger gibt, wie z.B. die Ryanair, die Tariq Al-Wazir nach Frankfurt geholt hat, die ihre Billigtickets auf den Rücken und auf den Knochen der Beschäftigten erwirtschaften. So sieht es nämlich aus. Das ist der Faktor, mit dem diese billigen Tickets erwirtschaftet werden. Das ist der Grund, woraus sich diese Billigtickets ergeben. Und das muss an dieser Stelle auch einmal erwähnt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zur Luftverkehrssteuer muss ich auch einmal anmerken, unser Landtagswahlprogramm ist ja auch bekannt. Wir hätten uns zum Thema Luftverkehrssteuer etwas anderes gewünscht. Wir hätten uns nämlich gewünscht, dass man den Luftverkehrsgesellschaften die Möglichkeit gibt, dieses Geld zurückzubekommen, indem sie es quasi erstattet bekommen, wenn sie gleichzeitig in lärmarmes Fluggerät investieren. Und ich kann mich ganz gut erinnern, dass der Verkehrsminister Scheuer beim Luftverkehrsgipfel in Leipzig auch genau das noch in Aussicht gestellt hat. Was ich ein bisschen schade finde, weil dadurch hat er natürlich gerade in der Luftverkehrsbranche Erwartungen geweckt, die jetzt in nicht unerheblichem Maße enttäuscht werden. Ich würde mir auch ein paar andere Sachen wünschen bei der Umsetzung dieses Gesetzes, was jetzt auf Bundesebene kommt. Ich finde es zum Beispiel unglücklich, dass es mit relativ wenig Vorlauf kommt. Zum 1. April soll das eingeführt werden. Wir haben direkt in den ersten beiden Aprilwochen Osterferien. Viele Tickets sind schon verkauft, gerade für den Osterurlaub, von den Pauschalreisen, aber auch von den Individualreisen von den Luftverkehrsgesellschaften. Und die Erhöhung, die Sie jetzt haben, die können diese Pauschalanbieter und auch die Luftverkehrsgesellschaften nicht mehr nachträglich auf die Kunden umwälzen. Das finde ich kein sonderlich glückliches Vorgehen, weil ich mir da einen deutlich längeren Vorlauf gewünscht hätte. Denn auf diesen Kosten der schon verkauften Tickets bleiben die Luftverkehrsgesellschaften eins zu eins sitzen. Im Ganzen aber auch, Jürgen Lenders, stehen wir dazu, und das muss man auch sagen, gibt es einen gesellschaftlichen Konsens, dass es einen breiten politischen Kampf gegen den Klimawandel geben muss. Und dazu stehen wir. Und da muss sich selbstverständlich auch die Luftverkehrswirtschaft daran beteiligen, an diesem Kampf gegen den Klimawandel. Und deswegen sind wir dagegen, dass man aus dem Paket der Bundesregierung sich jetzt einzelne Sachen rauspickt, die einem vielleicht persönlich gut gefallen oder nicht so gut gefallen, weil dieses Paket, das die Bundesregierung jetzt gerade aufgelegt hat, das ist ein Gesamtpaket von Belastungen und Entlastungen auf der anderen Seite. Wenn Sie jetzt anfangen, da einzelne Teile rauszupicken, dann stimmt das nicht mehr in der Waage, was da austariert wurde zwischen Belastungen und Entlastungen. Und das sollte man dabei bedenken. Und deswegen finde ich die Forderung, Herr Naas, die Sie jetzt hier stellen, einigermaßen populistisch. Ich bin auch
einigermaßen gespannt, weil wir waren ja mal auf, Podien zusammen, Herr Naas, auch zum Thema. Da haben Sie die Luftverkehrssteuer so gegeißelt und haben die komplette Abschaffung gefordert. Wenn ich jetzt heute Ihren Antrag lese, da steht da drin, die FDP fordert eine maßvolle Luftverkehrssteuer. Das ist ja schon was Neues. Das ist ja schon was Neues. Also, liebe Kollegen, Kollege Weiß, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, hier einzelne Punkte rauszupicken. Das, was die Bundesregierung vorgelegt hat, ist ein austariertes Gesamtpaket, und dabei sollte es bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Weiß. Das Wort hat der Wirtschaftsminister. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Deutschland hat sich gemeinsam mit den europäischen Partnern darauf geeinigt, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens 40% gegenüber 1990 zu verringern. Solche Ziele, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann man nicht durch Nichtstun erreichen, sondern muss an vielen Schrauben drehen, europäisch und national. Die Bundesregierung hat, darüber haben wir an anderer Stelle schon gesprochen, im Klimaschutzprogramm ein Bündel an Maßnahmen vorgesehen. Die sind teilweise umstritten, beginnen teilweise langsam, Stichwort CO2-Bepreisung, aber enthalten auch durchaus unstreitige Punkte. Und eine gute Maßnahme ist für mich, das will ich an dieser Stelle ausdrücklich festhalten, die Mehrwertsteuersenkung für Bahnfahrkarten im Fernverkehr. Weil dadurch das Bahnfahren attraktiver gemacht wird, übrigens auch als Alternative zu Kurzstreckenflügen. Die Erhöhung der Luftverkehrssteuer ist auf der anderen Seite als ökonomisches Anreizinstrument vorgesehen, und es sollen damit Mehreinnahmen generiert werden. Man muss allerdings sagen, bisher hat der Bundestag noch kein Gesetz beschlossen. Deswegen wird die Landesregierung abwarten, was am Ende der Bundestag wirklich beschließt und was real in den Bundesrat kommen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben dort so unsere Erfahrungen gemacht, was da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf einmal ganz anders ist als vorher angekündigt. Deswegen ist es, glaube ich, an dieser Stelle richtig, abzuwarten, was der Deutsche Bundestag beschließt. Aber was auf jeden Fall gilt und was die Position dieser Landesregierung ist und war und auch sein wird, es kommt darauf an, was man mit diesem Geld macht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gut wäre es, wenn man die Lenkungswirkung dadurch verstärkt, dass die Mittel in Richtung Klimaschutz für die Verringerung der Emissionen des Luftverkehrs eingesetzt werden. Wir haben immer schon die Auffassung vertreten, dass die Mehrbelastung, die der Luftverkehrswirtschaft auf der einen Seite entsteht, im Gegenzug beispielsweise nutzbar gemacht werden sollte für die Förderung von Investitionen in Entwicklung und Aufbau der Produktion von nachhaltigen synthetischen Kraftstoffen und für modernste Flugzeugflotten, für möglichst lärm- und schadstoffarme Flugzeuge, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dadurch könnten wir auf der einen Seite die ökologische und nachhaltige Entwicklung des Luftverkehrs stärken und auf der anderen Seite die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Luftverkehrsstandort Deutschland und damit auch Hessen sich auch aus ökonomischer Sicht zukunftsfähig entwickeln kann. Das Klimaschutzprogramm sieht an dieser Stelle bisher leider keine Verknüpfung der Mehreinnahmen der Luftverkehrssteuer mit Investitionen für Forschung und Entwicklung in der Luftverkehrswirtschaft vor. Ich bedauere das ausdrücklich, vor allem, weil es erst ein paar Monate her ist, dass ich als Vertreter der Verkehrsministerkonferenz auf dem Leipziger Luftfahrtgipfel mit dem Bund eine Vereinbarung genau in diese Richtung unterschrieben habe, dass zumindest Teile der Luftverkehrssteuer nutzbar gemacht werden sollte, um beispielsweise die marktfähige Einführung synthetischen Kraftstoffs zu fördern. Das wäre am Ende sozusagen zwei Seiten einer Medaille, dass man nämlich eine Lenkungswirkung über den Preis hat und gleichzeitig noch einmal zusätzlich dafür sorgt, dass die Auswirkungen des Luftverkehrs eben minimiert werden. Das wäre eine sinnvolle Verknüpfung von Ökologie und Ökonomie. Und Herr Abg. Weiß, Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, dass eine schwarz-gelbe Bundesregierung die Luftverkehrssteuer im Jahr 2010 eingeführt hat und eine schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag diese beschlossen. Was Sie nicht erwähnt haben, Herr Kollege Weiß, ist, dass
Was Sie nicht erwähnt haben, Herr Kollege Weiß, ist, dass eine rot-gelbe Landesregierung, nämlich die aus Rheinland-Pfalz, dagegen geklagt hat. Übrigens mit dem Argument, es schadet besonders Ryanair. Also, Sie sollten an dieser Stelle mal überlegen. Ja, ich sag's ja. Und ausdrücklich, bin ausdrücklich mit Ihnen einer Meinung, dass wir in Richtung Klimaschutz, in Richtung Flottenmodernisierung, in Richtung synthetische Kraftstoffe arbeiten sollten. Ich höre nur, dass der größte Widerstand gegen dieses Ziel vor allem aus dem von Olaf Scholz geführten Bundesfinanzministerium kommt. Es kann sein, dass der Olaf Scholz in den letzten Wochen zu wenig Zeit hatte, sich um diese Frage zu kümmern, weil er bei Deutschland sucht den Supersozi mitmachen musste. Aber ich kann Ihnen an dieser Stelle einfach nur sagen, ich würde mir wünschen, dass Sie auch an diesem Punkt Ihren Einfluss geltend machen, damit wir an dieser Stelle die richtigen Entscheidungen in die richtige Richtung bekommen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. An die Redezeit, Herr Präsident. Ich habe mich bereits 2017 in einer gemeinsamen Initiative mit dem Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, der Fraport, dem Forum Flughafen und Region und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fluglärmkommission gegenüber dem Bund dafür eingesetzt, genau ein solches Bundesprogramm zur Förderung von Investitionen in Lärm, klima- und umweltschonendere Flugzeuge und der Nutzung von Mitteln aus der Luftverkehrssteuer aufzusetzen. Auch die Branche wäre dafür offen. Es müsste jetzt halt nur passieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also arbeiten wir weiter daran, dass wir Klimaschutz auf der einen Seite, Umweltschutz auf der einen Seite und auch die ökonomische Entwicklung miteinander klug verknüpfen können. Wenn wir da alle daran arbeiten, dann wird vielleicht auch die Bundesregierung sich in dieser Richtung noch einmal bewegen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege René Rock. 1 Minute 17 Sekunden stehen zur Verfügung. Bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann es kurz machen. Das ist ein Trauerspiel, was ich hier vom Minister gehört habe. Ich bin mehr oder minder entsetzt von den Sozialdemokraten an dieser Stelle. Fliegen ist zu billig. Haben Sie vergessen, für wen Sie noch Politik machen, den einfachen Bürger in unserem Land? Dass vielleicht der Abgeordnete oder der grüne Stammwähler, dass dem das egal ist, was das Ticket kostet, weil es vielleicht sowieso der Deutsche Bundestag bezahlt. Es geht um die Bürgerinnen und Bürger, die in den Urlaub fliegen wollen, die irgendwo ihre Verwandten und Freunde besuchen wollen. Für die ist das Ticket nicht zu billig. Da ist es zum Teil zu teuer, weil sie eine Familie haben. Und es geht um. Und wenn ich mir die LINKEN anhöre, da gibt es eine Transformation der Flugverkehrswirtschaft. Da geht es um Zehntausende hessische Arbeitsplätze, da geht es um Familien, da geht es um Menschen in unserem Land. Was ist denn das für eine Diskussion hier? Kollege Rock, trotz der knappen Zeit, der Kollege Wagner wollte Sie etwas fragen. Nutzen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie gegen Politikverdrossenheit vorgehen wollen, dann hören Sie einmal auf, so zu argumentieren, und denken Sie einmal an die Menschen in unserem Land, die das bezahlen müssen, die darauf angewiesen sind und die nicht so viel Geld haben, dass sie sagen können, das Fliegen ist so billig in unserem Land. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Der Kollege Matthias Wagner. 1 Minute 17. Herr Kollege Rock, ich habe eine ganz einfache Frage. Wenn das so dramatisch alles ist, wie Sie es dargestellt haben, warum hat die FDP-Fraktion dann die Luftverkehrssteuer eingeführt? Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist diese Aktuelle Stunde beendet. Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist beendet.